Tagesthema Elektromobilität. Jeden Tag ein Gedanke zur Elektromobilität. Gleich auf dem Kanal von Tesla-Fan. Hier ist der Tesla-Fan mit dem Tagesthema zur Elektromobilität. Abo wäre super, Daumen hoch wäre klasse. Weitere Informationen unterhalb des Videos, wie auch Weiterempfehlungen für den Twitter-Account und natürlich ein paar Videos. Aber kommen wir zum Tagesthema und endlich ist es soweit. Dacia plant ein EV. Und das bedeutet einfach, dass ein super günstiges EV auf den Markt kommt, was für wirklich für jedermann eine Möglichkeit ist, ein elektrisch betriebenes Fahrzeug zu fahren. Wenn man sich jetzt anschaut, dass so ein Dacia auf den Markt kommt und dieser Dacia 10.000 Euro kostet, vielleicht noch ein bisschen Sonderausstattung hier, Sonderausstattung da, und man kriegt 9.000 Euro Förderung. Dann wäre man ja nur noch bei 1.000 Euro. Das wäre natürlich bombastisch günstig. Das ist ja günstiger als jedes elektrische Fahrrad. Na, das stimmt nicht ganz. Aber wäre fast günstiger als jedes elektrische Fahrrad. Das müsst ihr euch vorstellen. Das wäre echt der Hammer. Man könnte wirklich ein super günstiges EV kaufen und das für 10.000 Euro. Lass sagen, wenn das ein bisschen besser ausgestattet ist, vielleicht ein paar, zwei, drei Screens dazu und so weiter, was man eben benötigt, kommt man vielleicht auf 16.000. Dann hat man vielleicht ein sehr gut ausgestattetes Fahrzeug. Und dann kriegt man 9.000 Euro Rabatt. Ist man bei 7.000. Also, wenn das wäre schon der absolute Knaller. Und dann, glaube ich, würde dieses Fahrzeug die Straßen fluten. Allerdings, das Problem ist natürlich die Kapazitätsmenge, die ich dort sehe. Weil da müsste Dacia in der Lage sein, wirklich viele, viele Autos zu bauen, wenn sie so ein Fahrzeug auf den Markt bringen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Jetzt kommen wir aber zu den, was sind denn die Parameter für so ein Fahrzeug? Ich meine, so ein Fahrzeug. Das ist nicht allzu lang. Das ist ein kleines Fahrzeug, was eben gut im Stadtverkehr gefahren werden kann, hat aber eine große Heckklappe hinten, sodass man gut einladen kann. Vier Türen, was auch super ist zum Einsteigen. Ich denke, man kommt da mit vier, maximal fünf Personen, ja, vielleicht fünf Personen wird vielleicht eng, aber vier, fünf Personen kommt man weit. Der Reichweitenzyklus, das China-based Produkt ist, also in China vom Prinzip her für den chinesischen Markt auch ist, liegt bei 271 Kilometern, aber nach der alten europäischen Rechnungsweise, und das ist natürlich etwas, was man nicht so richtig nehmen kann. Also gehen wir mal davon aus, dass wir davon 80% erreichen können. Wäre ja auch. Dann würde man bei 220 Kilometer sein für so ein Fahrzeug. Wenn man das wirklich für ein Stadtfahrzeug nutzt und vielleicht kleinere Fahrten mal damit machen will, ist das bombastisch. Da kommt man überall mit hin. Das Fahrzeug liegt in der Größe oder in der Reichweite wie ein BMW i3 ungefähr mit der 94er Batterie drin. Ungefähr so, ein bisschen weniger. Also insofern eine echte Alternative. Wäre natürlich super, wenn dieses Fahrzeug vielleicht auch noch mit einer Nummer größer Batterie angeboten würde, dann würde wirklich jeder Wunsch dabei erfüllt werden. Ein bisschen Ausstattung dazu und ja, das wäre perfekt. Man könnte so ein Fahrzeug wirklich, könnte jeder, der sich ein Fahrzeug kauft, könnte sich auch ein elektrisches Fahrzeug kaufen, weil bei dem Preis ist das Fahrzeug nachher so günstig durch die Förderung, dass man da wirklich das schaffen könnte, das zu kaufen. Und das war ja immer das, was ich gesagt habe, warum ich sagte, ja, Elektrofahrzeuge, super, alles klasse, günstige Wartung und alles. Aber jetzt muss jemand, der wirklich mit seinem Geld absolut rechnen muss, der muss beigehen und muss sich ein Fahrzeug kaufen. Und da ist es einfach bei diesen elektrischen Fahrzeugen mit so wenig Gebrauchtwagen schwierig. Mit dem Dacia allerdings, wenn der kommt, ist das eine echte Alternative. Und wenn man dann sich die Wartungskosten, die Verbrauchskosten, die Reparaturkosten anguckt, dann ist er noch günstiger gegenüber anderen Fahrzeugen und hilft Leuten, einfach wesentlich günstiger vom A nach B zu kommen. Ja, das wäre natürlich super. Der Fahrzeug,
ist jetzt in der Planung. Und ich schätze mal, 22 ist eine realistische Zahl, wenn das Fahrzeug auf den Markt kommt. Nun ist es natürlich die Sache, wenn es auf den Markt kommt, heißt das noch nicht, dass es auch nach Europa kommt, sondern nach Deutschland kommt. Trotzdem, wenn die Produktionskapazitäten groß genug sind, dann ist hier der Absatzmarkt. Und daher glaube ich schon, dass dieses Fahrzeug eine Chance hat, hier nach Deutschland zu kommen. Ja, also wirklich eine super Entwicklung, finde ich absolut klasse. So ein kleines Fahrzeug, gerade wenn man so als Zweitwagen das sieht, ist so ein Fahrzeug natürlich ebenfalls super günstig. Man hat ein Fahrzeug, um die Kinder mal irgendwo hinzubringen. Ja, und bei der Förderung, dann wäre das wirklich der absolute Hit. Ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, euer Tesla-Fan.